Heute bin ich in der St. Marienkirche. Das ehrwürdige Gemäuer ist bekannt für sein einzigartiges Netzgewölbe, die wundervolle Deckenmalerei und seinen 10 Meter hohen Sandsteinaltar. Wer die Kirche besucht, trifft auch immer auf Thomas Albrecht. Der 48-Jährige ist der Kirchner der St. Marienkirche und mein heutiger Gast bei Gesichter Pirnas, der WGP-Porträtreihe. Herr Albrecht, ich habe unseren Zuschauern schon verraten, dass Sie Kirchner sind. Allerdings habe ich versucht, Kirchner vorher einfach mal im Internet zu recherchieren und das war gar nicht so einfach. Was genau bedeutet Kirchner denn? Ja, erstmal sind die Berufsbezeichnungen landläufig sehr unterschiedlich. In Sachsen heißt es einzig und allein Kirchner. Und der Kirchner ist im Prinzip ja, der Hüter über diese Kirche. Er öffnet sie, er schließt sie, er überwacht sie, er reinigt sie, er führt den Besucherverkehr durch, Führungen, Vorbereitung der Gottesdienste, der Amtshandlung, die Nachbereitung, technische Vorbereitung für die Konzerte und so weiter und so fort, Baumaßnahmen, Bauüberwachung, alles was dazu gehört. Wieso war es denn so schwierig? Sie sagen, in Sachsen ist es der Kirchner. Wie sieht es denn anderswo aus? Woanders sind es die Küster, die Messner, die Sakristane, die Kirchendiener, wie auch immer die alle heißen. Sachsen, wie gesagt, der Kirchner, deswegen weiß immer kaum jemand, was ein Kirchner ist, weil in Sachsen gibt es da auch nur noch sehr wenige davon. Ja, von daher ist das eine besondere hier sächsische Berufsbezeichnung. Sie haben mir mal verraten, dass Sie was ganz anderes gelernt haben. Das heißt, es hatte überhaupt nichts mit dem Gotteshaus zu tun, nichts mit der Kirche zu tun. Was genau war es und wie sind Sie dann hierher gekommen? Ja, den Kirchner kann man nicht lernen. Das ist also eine Tätigkeit, eine Anlerntätigkeit. Grundlage ist eigentlich immer ein technischer Beruf. Und ja, ich habe die Schule so mit sehr wenig Leidenschaft zu Ende gebracht, wollte immer was Richtiges machen und habe dann in den 80er Jahren bei der Firma Thiele hier in Pirna Schlosser gelernt und dann auch in dem Beruf noch ganz paar Jahre gearbeitet. Und wie das dann so war durch die Wende, wo sich da vieles verändert hat, taten sich da neue Wege auf und dann bin ich hier gelandet. Gelandet sind Sie ja hier aus einem ganz bestimmten Grund. Sie sind ja schon immer, auch wenn Sie was Handwerkliches machen wollten, kirchenverbunden gewesen. Das heißt, Ihre Familie war kirchlich, Ihr Vater hatte einen bestimmten Beruf. Wie genau war das denn? Sie waren ja schon als kleines Kind hier in der Kirche. Ja. Mein Vater war hier einige Jahrzehnte Kantor, Kirchenmusikdirektor. Meine Mutter hat dem Beruf und der großen Familie zuliebe ihren Beruf aufgegeben. Und so ist eigentlich dieses Kantorenamt auch immer ein ganzes Stück Familienangelegenheit gewesen. Wenn hier die großen Konzerte stattfanden, sind wir da alle irgendwo eingebunden gewesen. Und letztlich auch, ja, wenn der Vater jeden Sonntag in die Kirche ging, die ganze Familie ging mit. In der Kurrente wurde gesungen, es wurde musiziert. Und auf die Art sind wir also hier täglich da gewesen und hier groß geworden. Mitten in der Kirche. Also fiel Ihnen die Entscheidung auch nicht schwer. Sie haben ja gesagt, Sie waren beim Schlossermeister Thiele in der Lehre, wollten immer was Handwerkliches machen und jetzt kam die Wende, es gab Schwierigkeiten, Aufträge zu bekommen, nehme ich mal an. Und jetzt aber wirklich in den Kirchdienst zu gehen, ist ja dann doch schon eine ganz andere Aufgabe. Haben Sie da vorher überlegt oder haben Sie sofort gesagt, ja, mache ich? Also ich war hier jahrelang schon ehrenamtlich auch engagiert, habe schon während der Lehrzeit, auch während der Schulzeit teilweise schon sonnabends hier die Hochzeiten vorbereitet, nachbereitet, ein bisschen Taschengeld verdient. Von daher lag das schon nicht so weit weg. Aber der Anlass an sich war, dass der damalige Pfarrer Güne mich gefragt hat, ob das nichts für mich wäre. Der Vorgänger wollte in den Ruhestand gehen und so sollte ich hier noch eine Zeit lang mitlaufen, um das alles kennenzulernen und die Sache dann übernehmen. Habe ich mir auch damals überlegt, weil bei der Kirche wurde noch weit weniger bezahlt als im privaten Handwerk, was ja auch schon nicht so üppig war. Und ja, zum anderen war ich eigentlich für so einen Posten damals auch noch sehr jung. Wie alt waren Sie da? Da war ich gerade 22. Das ist schon sehr jung, als ich hier angefangen habe. In den Dienst reinzugehen. Ja. Was hat Sie damals an der Kirche fasziniert? Warum haben Sie denn gesagt, ich komme hierher? Ja, die Kirche hat mich damals wie heute fasziniert als Bauwerk und die Tätigkeiten, die damit eben auch zusammenhängen, sind ja sehr vielfältig. Also man legt hier selber Hand an, man hat ständig auch Handwerker da, mit denen man hier
ja, Sachen abspricht. Und das ist ja nun doch immer eine sehr spezielle Sache, die hier abläuft. Also hier kann man nicht irgendwie was ranschreiben, was es da irgendwo auf dem Baumarkt gibt. Hier muss man tüfteln und überlegen und möglichst eben die alten Sachen, die da sind, reparieren, wiederverwenden. Also das war eigentlich immer das. Die Historie natürlich auch. Da sind wir auch von Kindesbeinen an hier herangeführt worden. Haben dann auch immer schon mal eine kleine Führung gemacht, wenn da damals selten Touristen nach Pirna kamen, aber die was wissen wollten. Und ja, hat man natürlich im Laufe der Jahre auch viel dazugelernt. Jede Frage, die kommt, die man nicht gleich beantworten kann, muss man sich halt kümmern. Und jetzt sind Sie im Prinzip schon seit 26 Jahren in der Kirche. Das heißt, ja. Sie haben unzählige Fahrer wahrscheinlich kommen und gehen sehen. Das Gebäude ist in der Zeit saniert worden. Was hat sich aus Ihrer Ansicht alles verändert von 1990 war es ja bis 2016 jetzt? Es hat sich seit 1990 im Prinzip alles mal komplett verändert. Ich habe hier damals angefangen, da war das ja mehr oder weniger noch ein, ja, kann man schon sagen, Hausmeisterposten, wo viel selber gemacht wurde. In der Zwischenzeit ist es ja mehr oder weniger noch in der Überwachungstätigkeit, wo man eben mehr oder weniger noch organisiert, natürlich selber auch noch Hand anlegt, aber das ist doch ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also was seit 1990 ja hier gelaufen ist, sind ja diese, ja, großen Sanierungsarbeiten. Das ging los damals mit dem Glockengeläut Anfang der 90er Jahre. Dann die Dachsanierung in Etappen von 1997 bis 2014 letztlich, bis dann alles fertig war. Die Innensanierung mit Vorbereitungsarbeiten seit 1998 bis 2005. Also das hat im Prinzip hier die Jahre schon bunt gemacht. Es war auch anstrengend, aber es ist viel geworden und das Ergebnis, denke ich, kann sich sehen lassen. Und wir sind nicht fertig. Der Turm ist noch zu machen. Und wenn der Turm irgendwann mal gemacht sein sollte, dann wird es sicherlich an der einen oder anderen Stelle von vorne wieder losgehen. Also es gibt da sehr viel zu tun. Was lieben Sie eigentlich am meisten in der Marienkirche? An der Arbeit hier? Also ist es eher wirklich diese wunderschöne Decke? Ist es die Menschen, auf die Sie stoßen? Ist es, weil Sie auch gesagt haben, Ihr Vater war Kantor, das heißt, und Sie haben ja selber ein halbes Jahr lang Klavier lernen müssen, dann Trompete gespielt. Oder ist es die Akustik? Was macht die Marienkirche für Sie zu einem besonderen Ort? Also die Marienkirche macht es zum besonderen Ort schon, wenn Sie hier zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten zu tun haben. Sie kommen hier früh rein, um 7. Ob es da dunkel ist oder die erste Sonne reinkommt, ist es absolut Ruhe. Da sind sie ja ganz alleine. Über Tage ist dann Trubel durch die Touristen. Abends mit Kunstlicht ist das wieder eine ganz andere Atmosphäre. Also das macht es schon einmal. Natürlich der Umgang mit den vielen Leuten, auch mit den sehr vielen Ehrenamtlichen, die ich hier Gott sei Dank noch zur Verfügung habe, die das Ganze erst möglich machen. Also alleine ist man hier schlichtweg überfordert und erschlagen. Also wenn hier nicht viele Hände mittun, ist das nicht zu machen. Ja, aber ansonsten eben auch die Beschäftigung mit dem Haus, eben, ja, Reparaturen und gucken, dass alles läuft und die ganze Haustechnik, die dranhängt und so, das ist schon alles interessant. Das hört sich an, als hätten Sie nie Freizeit. Ist das ein 24-Stunden-Fulltime-Job oder kann man sagen, man hat auch mal einen freien Tag? Man hat mal einen freien Tag, wenn das gelingt, theoretisch mittwochs, aber es ist schon ansonsten rund um die Uhr 7 Tage in der Woche. Nicht, dass man da immer arbeiten muss, aber man muss schon irgendwo in Hab-Acht-Stellung sein. Und wenn eben nachts irgendwas vorfällt oder der Alarm auslöst, dann muss man eben los. Also das ist so. Und ja, gucken, ob es dem Haus gut geht. Wenn eben da mal ein Unwetter runtergegangen ist, dann muss man eben mal gucken gehen, dass alles in Ordnung ist. Also man möchte schon in der Nähe sein. Aber wenn Sie jetzt wirklich mal Zeit haben, irgendwann ist ja mal Feierabend, ja, auch wenn Sie gesagt haben, es ist nicht so oft, womit beschäftigen Sie sich dann? Was sind Ihre Hobbys, was sind Ihre Leidenschaften außerhalb der Kirche? Ja, die Hobbys sind schon ein ganzes Stück weit die Musik. Also ich blase ja seit inzwischen 36 Jahren hier im Posaunenchor mit. Seit über 30 Jahren bin ich nur auch schon Chorleiter des Posaunenchores. Und das ist eine gute Truppe. Und wir blasen ja jeden Sonnabend hier auch vom Turm. Eine Tradition seit 1545, also das ist ja nur auch was Besonderes in Pirna. Da bin ich schon sehr damit verbunden. Ansonsten, ja, hätte man noch viel vor. Da wird wahrscheinlich manches auch noch ein paar Jahre warten müssen. Alles, was dampft, ob das die Schiffe auf der Elbe sind oder Dampfloks im Erzgebirge oder wie, da bin ich schon auch sehr, ja, verrückt drauf. Fotografie
hängt damit zusammen. Also die Fotografie kann man hier gebrauchen, wie auch dann im Gelände, wenn man da irgendeine Dampflok nachstellt. Das sind so die Sachen, die mich da schon beschäftigen. Aber wenn halt Zeit ist. Genau. Und Sie werkeln gerne im Garten. Der ist ja auf der anderen Elbseite. Der Garten ist direkt auf der anderen Elbseite, wo da auch immer mal gewerkelt wird, viel zu selten. Aber da ist auch die Marienkirche immer im Blick, also ist direkt gegenüber. Wenn da hier was wäre mit Fernwirkung, würde ich es da drüben auch sehen. Sie haben es gerade schon gesagt, dass der Turm gesperrt ist. Könnten wir trotzdem mal einen Blick nach oben werfen? Wir versuchen das einfach mal. Wir sind jetzt die 216 Stufen hier hochgelaufen, Herr Albrecht. Sie machen das jeden Samstag, haben Sie unten erzählt, indem Sie mit den Turmbläsern hier hochkommen. Wie genau sieht diese Tradition aus? Sie meinten, es gibt sie seit über 470 Jahren. Ja, die Tradition ist begründet worden damals durch den Rat der Stadt. Das Turmblasen war also wichtig vor den Gottesdiensten am Sonntag, Sonnabendabend, um den Sonntag einzublasen. Ansonsten auch mehrfach in der Woche noch. Der Sonnabendabend ist übrig geblieben und wird nun inzwischen schon seit über 90 Jahren vom Posaunenchor der Kirchgemeinde gepflegt. Der Älteste ist inzwischen schon 85, der da regelmäßig mit hochsteigt. Das wird die eigentliche Herausforderung der nächsten Jahre, junge Leute hier ranzuholen, die das irgendwann mal weiterführen und fortsetzen. Wie viele machen jetzt gerade noch mit? Also wenn sie alle da sind, sind es ungefähr 15 Leute. Die kommen nicht alle mit hoch, aber so 10, 12 sind in der Regel sonnabends mit regelmäßig oben. Sie haben gesagt, es gibt Nachwuchsprobleme. Wie sehen die genau aus? Ich meine, okay, gibt es zu wenig Musiker oder gibt es zu wenig Leute heutzutage, die sagen, ich komme jeden Samstag hierher? Also wir haben jahrelang, jahrzehntelang junge Leute ausgebildet, die zu großen Teilen dann durch Ausbildung oder Studium aus Pirna weggegangen sind, die ab und zu den großen Feiertagen noch mitkommen und mitmachen. Das war lange Zeit das Problem und momentan ist es schwierig, Leute mit einem Hobby zu binden, was jeden Sonnabend die Anwesenheit erfordert. Das ist einfach so. Wie ist das eigentlich bei Ihrer eigenen Frau oder bei den Frauen der Männer oder bei den Männern der Frauen, die mitmachen? Die mussten sich daran gewöhnen, mehr oder weniger, mit ja, mehr oder weniger Freude. Das ist aber immer noch ein Thema. Also spätestens, wenn alle mal zur Weihnachtsfeier zusammensitzen, dann wird das schon auch thematisiert. Aber ja, der Großteil hat sich da halt dran gewöhnt. Und man darf auch mal fehlen, so ist es nicht. Okay, das heißt, man muss nicht immer anwesend sein. Aber wie sieht das jetzt genau aus? Spielen Sie nur auf dem Turm als Posaunenchor oder sind Sie auch noch andersweitig unterwegs? Also wir sind vielfältig unterwegs. Wir blasen in der Hauptsache vom Turm, aber wir blasen auch zu den Gottesdiensten. Wir sind oft in den Pflegeheimen hier in der Stadt unterwegs und auch auswärts. Also jetzt geht ja nun bald die Adventszeit wieder los. Weihnachtsmärkte überall und nirgendwo. Und auch die sogenannte Pirna- und Kobitzrunde im Advent, wo an verschiedenen Stellen beiderseits der Elbe dann gespielt wird. Also da gibt es viel zu tun. Ungefähr 120 Einsätze im Jahr, die der Posaunenchor bestreitet. Jetzt haben wir beide zu zweit vor uns auf dem Balkon gestanden. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie da 12, 13 Personen drauf passen. Der Balkon ist extra vergrößert worden vor Jahren, dass das möglich ist. Die erste Reihe vorn, das sind die Mutigen, die ohne Höhenangst, und die Posaunisten, die mit ihren langen Instrumenten übers Geländer drüber müssen. Und dahinter stehen dann die mit den kürzeren Instrumenten, blasen den vorderen über die Schulter drüber. Wir haben jetzt auch die zweite Reihe ein kleines bisschen erhöht, weil die Kleineren die Noten auch sehen müssen. Das funktioniert schon. Okay, aber trotzdem ist es so, dass, Sie haben es gerade erwähnt, der Balkon wurde vergrößert, aber trotzdem darf man nicht mehr hoch, es sei denn, eigentlich nur die Turmbläser dürfen noch jeden Samstag um 18.15 Uhr ist es ja, oder? Das ist genau das Problem. Durch die Balkonvergrößerung, die nötig war, also die Balkonsanierung insgesamt war ja nötig, um die Tradition fortzuführen, ist im Zuge der Baugenehmigung festgestellt worden, dass ein zweiter Fluchtweg für den Turm fehlt und demzufolge ist der Turm für die Öffentlichkeit leider gesperrt worden. Die Turmbläser dürfen mit einer Ausnahmegenehmigung sonnabends noch hoch.
Und das wird eigentlich die große Aufgabe in den nächsten Jahren. Die Turmsanierung komplett steht an und dass man dann Lösungen findet, den Turm möglichst bald auch der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Das wird aber schwierig. Wie könnten diese Lösungen aussehen? Jetzt eine Außentreppe ranzubauen, stelle ich mir relativ schwierig vor. Die wird es mit Sicherheit nicht geben. Also es gibt sicherlich technische Möglichkeiten mit Brandmeldern und Alarmplänen und so weiter. Und sicherlich einer Begrenzung der Personenzahl, die dann hier pro Führung hoch kann. Okay, wenn Sie es ansprechen, Führungen, es gibt ja, wie gesagt, die Zuschauer haben es vielleicht noch gar nicht gewusst, wir sitzen ja jetzt nicht da, wo die Turmbläser auf den Balkon gehen, sondern wir sind noch eine Etage höher gelaufen. Wo genau befinden wir uns jetzt eigentlich? Wir sitzen jetzt in der ehemaligen Türmerwohnung. Der Turm war ja ununterbrochen von 1479 bis 1906 bewohnt. Und der Türmer wohnte hier oben mit seiner Familie. Der Türmer hatte ja in der Hauptsache die Aufgabe, über der Stadt die Wache zu halten, ob Feuer, ob Feind irgendwo her nahten. Und nebenbei haben die Türmer hier oben immer noch Schuhe repariert, um ihren Lebensunterhalt aufzubessern. Die Türmerfamilien waren rund um die Uhr im Einsatz. Tag und Nacht, 7 Tage in der Woche war die Wache zu halten. Und deswegen waren die Familien auch sehr groß. Also 12, 15 Kinder waren wohl so die Regel, um diesen Dienst möglichst in der Familie eben abzudecken und nicht noch dann Gehilfen beschäftigen und bezahlen zu müssen. Das heißt, Sie haben zu 14 in dieser Wohnung, warten Sie kurz, 1, 2, 3... Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Korridor und eine Etage tiefer, wo der Balkon sich befindet. Das war eine Schlafkammer für die Kinder. Dort lag aber auch der Kohlenhaufen. Es soll auch zeitweise eine Ziege hier oben gegeben haben. Also das war schon ein bisschen anders, als wie wir das heute kennen. Das finde ich sehr kurios, wie die Ziege vor allem die Wege nach oben gekommen ist. Ja, mit dem Lift, mit dem Aufzug, mit der Winde, die es damals schon gegeben hat. Ja. Wann hat der letzte Türmer hier oben gelebt? Also bis 1906. Ist der letzte hier verschwunden. Das hatte sich dann in gewisser Weise auch erledigt, das Türmeramt. Die Stadt war zu groß geworden, um sie zu überschauen. Es gab dann sicherlich die ersten Telefone, Feuermelder. Da hatte sich das Amt erledigt. Und die Lebensbedingungen hier oben waren eben entsprechend, dass man das 1906 dann auch nicht mehr brauchte. Okay, da hatte derjenige so viele Kinder gezeugt extra, damit er den Dienst antreten kann. Und dann der letzte hatte vielleicht nicht mehr so viele, aber an die allerletzte Türmerstochter kann ich mich als kleines Kind noch erinnern. Okay, wie haben Sie die kennengelernt? Die war hier auch mal noch zu Gange und hat erzählt, und was die dann auch als Kinder hier oben so für Späße getrieben haben. Das war schon ganz interessant. Was hat sie denn so erzählt, jetzt einfach mal aus Neugier? Ja, sie haben ja von hier oben den totalen Überblick. Sie sehen, was unten passiert. Nicht nur vor den Häusern, wenn sie wollen, auch was in den Häusern passiert. Das ist schon interessant. Wie wurde die Wohnung eigentlich genutzt, nachdem die Türmerfamilie ausgezogen ist? Also man erzählt, dass im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Luftwaffenhelfer hier oben untergebracht haben, um hier auf Pirna aufzupassen. Ob das nur sehr wirkungsvoll war, ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Ansonsten haben sie vor allem in den 60er Jahren dann des 20. Jahrhunderts sich die Kirchgemeindejugend hier oben die Räume ein bisschen hergerichtet, um einen Treffpunkt zu haben. Und dann haben wir das nochmal in den 90er Jahren gemacht, weil doch dann die Zahlen der Turmbesucher, die nahmen ja unwahrscheinlich zu. Wir haben dann hier regelmäßig zum Stadtfest, zum Denkmaltag Turmcafé angeboten und Führungen gemacht. Also da waren hier hunderte Leute unterwegs. Es gab zeitweise auch Buchlesungen mit dem Kuratorium Altstadt zusammen. Das waren schöne Zeiten. Das ist leider momentan alles nicht möglich. Und ob das in den Größenordnungen jemals wieder möglich wird, das kann man nur hoffen. Ist momentan sehr fraglich. Kann man hoffen. Okay, aber gleichzeitig konnte man die Räumlichkeiten auch mieten für private Feiern, oder? Das gab es auch, aber da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass das so nicht mehr stattfindet, weil doch das Verständnis, dass man sich eben auf so einem Turm doch ein bisschen anders bewegen muss und ohne Feuer und offenes Licht, das ist schon heutzutage nicht so ganz einfach, das durchzustellen. Aber Sie haben ja ein paar lustige Geschichten erzählt, wie zum Beispiel, als es das erste Mal Pizza gab. Erzählen Sie mal davon. Ja, das hat es kurz nach der Wende dann gegeben, dass sich eine Truppe hier oben Pizza bestellt hat. Und das war dann ja für den Pizzadienst wahrscheinlich doch der erste Einsatz dieser Güte, wo die auch zu dritt kamen, um erstmal zu gucken, was hier Sache ist und ob das alles rechtens ist und wie und immer. Aber letztendlich gab es dann hier oben Pizza. Was ist eigentlich für Sie das Schlimmste jetzt daran, dass der Turm gesperrt ist? Das Problem ist, dass wir ja über Jahre, Jahrzehnte hier auch jede Woche viele Schulklassen da hatten, auch ältere Jahrgänge, die die Kirche kennenlernen sollten, die letztlich ja, die Kirchenbesichtigung über sich haben ergehen lassen, in der Vorausschau, dass es hinterher auf den Turm geht. Und seitdem der Turm zu ist, haben wir also da einen ganz deutlichen Einbruch bei diesen Besuchen, sodass man also sagen kann, dass ganze Jahrgänge
Pirnaer Schüler die Kirche eben so nicht mehr kennengelernt haben. Das ist schon bedenklich. Okay, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass es sich wirklich noch ändert, solange Sie noch Kirchner sind hier. Ich meine, Sie sind ja jetzt gerade mal 26 Jahre. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur Rente, oder? 26 Jahre hier. Ja, ich habe noch ein paar Jahre hier. Also der Turm als Gesamtmaßnahme steht an. Aber wie das mit solchen großen Bauvorhaben ist, das ist nur mit Fördermitteln zu stemmen. Und ob die kommen und wann die kommen, das steht immer in Sternen. Die können mal ganz schnell kommen. Das kann aber auch noch 20 Jahre dauern. Also das ist so wie bei der Südumfahrung. Alles momentan nicht absehbar. Aber nach bestem Wissen und Gewissen, also die Vorplanung in dem Sinne, was hier mal passieren soll, die sind eigentlich auch schon erste Gedanken gemacht. Wenn jetzt mal Viertelmittel kämen, wären wir auch relativ schnell in der Lage zu sagen, gut, das wollen wir, das muss stattfinden. Was denn? Was soll stattfinden? Was soll gemacht werden? Der Turm muss komplett äußerlich wie innerlich saniert werden. Also draußen sind das dann kilometerweise Fugen, die geschlossen werden müssen. Naturstein arbeiten an den Verzierungen. Das Kupferdach, was teilweise noch gut ist, teilweise auch nicht so gut ist, muss gemacht werden. Im Inneren dann, im Prinzip die ganze Treppenanlage muss ausgebessert werden. Die Elektrik ist schon mal gemacht worden, wird aber in dem Zusammenhang sicherlich wieder nötig sein müssen. Dann eben die große Frage, was kommt an technischen Einrichtungen, um eben diese Begehbarkeit wiederherzustellen. Das wird sicherlich spannend. Letztendlich gibt es ja auch in dem Turm viele Etagen, die mitgemacht werden müssen. Das Geläut ist saniert, aber zwei Etagen tiefer ist eine wunderbare Bibliothek, die in diesem Zusammenhang auch gemacht werden muss, wo man gucken muss. Da ist viel Archivmaterial auch drin, was raus müsste, dass also nur der historische Buchbestand zum Schluss drin bleibt. Also das ist ein riesengroßer Komplex, der sicherlich dann auch nicht in einem halben Jahr zu machen ist. Aber Sie lieben das ja, Sie lieben ja, wenn hier gewerkelt und gemacht wird. Ja sicher, das wäre nochmal eine schöne Aufgabe. Sie sind ja zwar nicht in Pirna geboren, sondern erst mit 8 Wochen hierher gekommen. Immerhin, ja. Genau. Haben Sie dann aber vor, vielleicht irgendwann Pirna den Rücken zu kehren oder sagen Sie, nee, das ist meine Stadt. Also geplant ist das nicht, weil Pirna ist schon die Heimat. Und wenn man sich so umguckt und auch nach dem Urlaub mal wieder nach Pirna reinkommt und das vielleicht mit den Augen eines Touristen sieht, es ist einfach schön hier. Aber keiner weiß, also ich auch nicht, was sich noch so alles ergibt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Aber geplant ist es jetzt nicht, dass ich aus Pirna weggehe. Ich finde, das waren schöne abschließende Worte über Pirna, über Ihr Leben hier. Ich danke Ihnen für das nette Gespräch. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuschauer, hat es auch gut gefallen. Und ich wünsche mir, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Gesichter Pirnas, die WGP-Porträtreihe. Dann diesmal im Dezember nicht mit einem neuen Gast, sondern mit einem Best-of der letzten 30 Sendungen. Bis dahin.